So, Rille, meine lieben Freunde, ich habe mir mal ganz kurz schnell was zu futtern gemacht. Und ja, dann werden wir mal gleich weiter daddeln und ein bisschen Brot in mein Kapu schmeißen. Ah, für den kleinen Hunger nehmen. Besser als ein Snickers. Macht dir das Spaß, mir was zu essen zu machen oder Brot in den Cappuccino zu schmeißen? Oder wie meinst du das? Ich kann so gar nicht. Ja, das Spiel. Ja, das Spiel macht mir Spaß. Das würde ich schon lange nicht mehr spielen. Aber so, mag das, ja, doch. Tatsächlich. Vor allem das Kampfsystem ist super. Sag ich mal. Das ist so richtig Grandia-like. Bong! Wie war da mit der Bratpfanne? Ja, ja. Ich hab mir mal schnell einen Cappuccino irgendwie gemacht. Cappuccino. Yummy, yummy, yummy. Ich hab schon, glaube ich, heute den dritten, vierten, keine Ahnung. Bin euch voll am Kaffee saufen. Was auch nicht. Weil das ja nützlicher ist. Aber wir könnten ja mal wieder einen richtigen Cappuccino machen. Ah! Also ist die Musik doch zu laut. Schön, dass du die Erste bist, die überhaupt was dazu sagt. Ja, du. Aber vorhin schon mal gefragt, weil es war wirklich ein bisschen laut. Müssen wir mal gucken, wo das Aurera in QA. Koop. Okay. Okay, das ist eine Steuerung. Sollte bei Option nicht auch irgendwie. Ach, da die Einstellung. Geschwindigkeit normal. Kampftempo 3. 2. Okay. Lautstärke-Musik ist volle Dröhnung, genau. Volle Dröhnung. Okay, ich mache ein bisschen Musik leiser. Und Soundeffekte vielleicht auch. Wobei die dürften lauter sein als die Musik. Flüssigkeitssimulation. Das klingt auch nice. Ist halt Wasser und so, ne? Sieht sehr gut aus in dem Spiel. In mein Bad. Bin noch nicht der Mario. Was? Ah, herrlich. Also, haben wir noch Fähigkeitspunkte zu vergeben? Sind alle bei 0. Okay, schade. Ich glaube, wir waren bei Oculi. Ich kenne Oculus Rift oder so. Das ist auch eine 3D-Brille. So, warte mal. Du hast das hier wahrscheinlich verpasst. Besserungen. Vorbereitung, genau. Ja gut, das ist schon. Erhöht die Chance auszuweichen. Das klingt gut. Du kennst so Brokkoli? Ja, die Oculus Rift, das ist so eine 3D-Brille. Auch, glaube ich, relativ bekannt. Warte mal, das war doch hier irgendwie. Erhöht die Chance, aha. Na, mir ist das nicht bekannt, ja dann. Alles gut. Man muss nicht alles kennen. Man muss nur alles essen, oder? Wie war das? Hab ich mal gehört. Ich
glaube, das hatte Dings drin, ne? Mit der 5% im Leben. Warte mal, er hier. Ich glaube, bei ihm hat das auch Sinn. Lichtschaden. Das ist auch geil. Ja gut. Lichtschaden oder Lähmung? Ich glaube, Lähmung ist besser, ne? Glaube ich. Ich weiß nicht. So, erhöht den Feuerwiderstand. Auch gut. Okay, machen wir das mal rein. Dann haben wir noch Diamanten unterstufen. Das ist auch voll besetzt. Erhöht das Tempo um 1. Na gut, warum nicht? Machen ein bisschen Tempo hier, ne? Müssen wir vorankommen. Ach, und mein Arm ist Schnuffi, Dufti. Ich muss wahrscheinlich gleich noch einrufen. Ja, da freut sich bestimmt wieder drauf. Beim sonniger Tag. Und morgen ist Sunny Day. Musst du nicht morgen noch arbeiten? Nach dem Schein. Alles unerfreulich, sag ich mal. Ein wenig. Was natürlich auf den Sunny Day. Haha, der ist natürlich erfreulich. Was soll ich denn? Weil man kriegt hier überhaupt keine Infos über die Gegner, ne? Nicht schon lustig. Der hat einen Seite rückwärts gemacht. Oh, ich habe keine Mana mehr. Ja gut. Warum hat der denn keine Mana mehr? Warum ist Mana Mana? Und Mana ist ja ziemlich nutzlos. Steinruhe. Was tut denn Steinruhe? Die kennt man hier so auf dem Morgen und so mal, ne? Diese schönen Viecher. Das Wasser. Okay, uneffektiv würde ich nicht sagen. Weil es auf jeden Fall wirklich uneffektiv ist. Und das Ding ist auch hinüber. Also. Sagt nur Steine, Wasser, Abrieb etc. Allerdings kann sein, muss aber nicht. Das ist irgendwas. Okay, doch nochmal. Stopper erstmal. Ah ja, hier sind wir hingekommen. Hahaha, ich bin Honk.
Weil ich irgendwie gesagt habe, ich bin noch ein Hong. Ja, moin, hier ist der Eingang. Ja, guten Morgen. Hier ist der Eingang. Und da oben die Spinne habe ich nicht mitgenommen. Der Vogel kann reden! Ach nee, das ist nicht wahr. Avo, sprich laut und klar. Was? Wer ist Avo? Wahrscheinlich er. Krä! Kra? Wie? Was? Jetzt bin ich sauer! Wieso? Moinsen! Grille, grüß dich! Seine Lampe ist kaputt. Der braucht eine neue Funzel. Schnell, gib mir Minze für den Erbe. Warum soll ich Minze bei mir tragen? Ja, weil... keine Ahnung, Minztee oder so. Weiß nicht. Welch Katastrophe, ich muss schon sagen. Eigentlich müsste es sagen sein, ne? Also sagen ist ja schon falsch. In dem Sinne. Wie geht's dir, Rille? Hatte ich das schon gefragt? Ich glaube, jo. Also wenn du richtig berlinerisch machst, sagen. Mit sagen. Und meinen sie, Jörg, hingegen, aber der, nö, warum? Warum so erregt? Ich verstehe es nicht. Oh Gott, siehst du, aber wie, also ja, sag mir das mal, wie soll J-R-O's, also Großvater mit J, Großvater oder, ich weiß es nicht, also, da bin ich raus. Aber Vogel, das kriege ich hin. Aber, die Großvater? Das geht ja nicht. Also sein Großvater spricht aus dem Vogel. Na, Jutti. Wir suchen das Heilmittel. Mach dir keine Sorgen. Genau so sieht's aus. Ach, hätte ich mir doch heute ein Bett verbräuen. Verbräuen? Was? Den Satz verstehe ich nicht. So weit wie verbuddelt oder so. Also im Bett geblieben, würde ich sagen. Hätte ich mich verborgen, ja. Wäre im Bett geblieben. Wäre das nicht passiert. Ich finde, der Rille heute nicht auf mich antworten. Wann nicht? Ja, Mai, warum auch? Ah, das ist eine Spinne. Oh, und ein Blatt. Hat die Spinne gerade das Blatt genommen? Ja, uns geht so weit, Junge. Und selbst, mein Lieber. Spinne, du bleibst mal hier. Überraschung! Ich muss sagen, den restlichen Frischkäse mit Kräuter und den Erdbeermarmelade dazu. War nicht die dümmste Idee des Tages. Hm. Ich sag mal, drei von den Viechern hier. Mann, der Magier ist richtig gut. So, wer ist denn als erstes? Der hier. So, zwei Mal, ja, ja. Ja, eigentlich machen wir sich wirklich was in der Richtung. Also, ich auflege. 44. Und weg ist er. Ja, und der Horn. Ja, gut, ich bin nicht mehr hin. Aber ja.
ich habe mir keine Magie-Punkte mehr geladen. Magie, meine gute Suppe. Obwohl, der ist eigentlich auch so ein guter Mann, ne? Unterbrochen, gelähmt. Oh, geil. Hallo. Ja, gut. Ich hoffe, dann hier. Ja. Kann doch nicht wahr sein. Na gut, ja, sind wir zum ersten Teil nochmal hier vereint. Aus hier wischen. Ja, sag mal. Das ist aber ja auch populös, Alter. Let it burn, burn, burn. Und das war ein Spinnchen. Stufenaufstieg. Wow. Alter, bin ich. Wir haben es echt geschafft. Ja, die Kinder Ohren. Ein Smaragd gefunden. Ah, hallo. Na, Schnufti, Schnufti. Schon mal ins Licht geblickt? Will ich mal ein bisschen blitzdingsen. Psst. Ja komm, lass uns spielen. Ach du Scheiße. Ein Feuervieh dabei. Hey, hey, hey. Ich weiß nicht, die Feuerviecher könnten richtig böse werden. Spinne so als erstes, ne? Wow, 100er Schaden. Ja, ich muss hier jetzt in die Fülle. Boah, 201. Ja, leck mich doch an der Füße. Aua, hör doch mal mit Stienchen zu schließen. Du hast etwa Not. Ich glaube, gegen ihn war vorher gut und glaub mal, ich bin. Dann war das so, alles klar. Und tschüss. Also, um den Magier bist du echt aufgeschmissen. So, mal 66 Dings. Ich halte ihn mal. Magier. Na, ich kann es nicht ansehen. Ich bin im Blitz. Und tschüss. Quasi. Hä? Bah! Ja, einen Blitz abgekriegt. Sei doch. Sei doch. Na, sie hat einen Stufenaufstieg. Das finde ich gut, dass die anderen auch einkriegen. Und hat man die mal so in einer Klamottenkiste. Und dann, ja. Kriegen die Punkte. Und Smaragd gefunden. Sehr schön.
etwas sehr Erdbebenmäßiges. Also Luca-Boot.